Und zwar über die Treppe, über die Leiter, den hier mitnehmen. Und vor dem werden wir weglaufen. Ja, das war gerade auch wieder sehr, sehr knapp, glaube ich. Und da kommen gleich noch ein paar mehr davon. Alter, wie die reinhauen. Wie die reinhauen, die Jungs. Das ist uncool. Okay, erwartet uns hier noch jemand? Nee, ne? Hier ging es doch direkt runter ins Loch, oder? Ja. Naja, brauchen wir uns gar nicht teleportieren. Können wir gleich den direkten Weg nehmen. Na, lasst mich hier mal bitte runter. So, wie kommen wir da runter? Da ist die Leiter. Hier ist der Leiter. So, sind wir unten. Und dann schauen wir uns mal das Loch an. Mit 15.000 Seelen im Gepäck. Und hier war es doch irgendwie so, dass uns das Zeug hier beschossen hat, oder? Ja, da sind wir nämlich schon fast wieder vergiftet. Irgendwie schießen diese blöden Statuen auf uns. Ja, jawohl. Einmal direkt runter zum Leuchtfeuer. Und dafür haben wir das Item da drüben verpasst. Und hier bin ich letztes Mal schon zwischengesprungen. Das kommt nämlich gar nicht so cool. Da sind wir nämlich schon verstorben. So, was warst du? Du bist eine Fackel. Okay. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, hier die Fackeln anzumachen. Da sind wir gerade wieder nach unten gefallen. Wunderbar, macht Spaß. So, fummeln kannst du mit wem anders. Und da war dann noch einer, genau du. Und er hat ein giftiges Wurfmesser fallen lassen. So, du bist keine richtige Kiste, du bist nur so eine Fake-Kiste. Wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Da drüben steht einer mit einer Fackel. Können wir den mal wegschießen? Spring in deinen Tod, bitte. Okay. So, jetzt sind wir hier drüben. Und haben keine Ahnung, wie wir weiterkommen. Wie kommen wir hier wieder weg? Klasse. Da kommen wir nicht durch. Es ist keine Leiter weit und breit. Und eigentlich sind wir hier gerade gefangen, würde ich sagen. Wir können wirklich nur darüber springen. Okay, nehmen wir Anlauf. Und springen. Licht wird benötigt. Ach, sag an. Wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen, dass man hier eventuell in so einem Steinkreis, wo ein Haufen Fackeln stehen, die Fackeln anmachen sollte? Oh, diese blöden Statuen hier. Spucken alle mit irgendwelchen Gift um sich. Und was haben wir hier? Eine Tür, die verschlossen ist. Schlüssel wird benötigt und dann Hurra für Felsbrocken. Okay. Zerstören voraus. Ja, da kann man sich selber zerstören, würde ich sagen. Ah, nicht wieder in das Loch. Ach man. Lügner voraus. Und irgendwo höre ich ja was.
springen. Nein, hier werden wir nicht springen. Gut gemacht. Hier sind sehr viele Blutflecken. Da ist ein dickes Hundchen. Welches irgendwie sehr, sehr viel Schaden macht. Ah, von hinten kam auch noch einer. Wunderbar. Warum nicht? Und was ist in diesen Ohren drin? Da kam irgend so eine gelbe Flüssigkeit gerade raus. Ich möchte es eigentlich gar nicht rausfinden, was es ist. So, hier können wir wieder nach oben. Eieiei, das ist eine sehr dunkle Ecke hier. Sehr, sehr unschön. Und diese Gegner, die ja einfach so aus dem Boden ploppen, sind auch nicht die schönsten. So, und da ist gerade ein Item runtergefallen. Da müssen wir nochmal hingucken. Und wir nehmen mal einen Trank. So, einmal wieder runter. Und das nehmen wir mit. Das war ein weiteres giftiges Wurfmesser. Kann man immer gebrauchen. Werden wir zwar nie benutzen, aber man kann es gebrauchen. Gut, wo können wir jetzt noch hin? Hier geht es noch weiter nach oben. Da fällt wieder alles in sich zusammen. Das ist keine schöne Ecke hier. Hier hat man null Überblick, wo man schon war. Was man eventuell verpasst oder vergessen hat. Hier ist was in der Urne drinne. Und hier liegen sehr viele Items rum. Glitzerndes Titanit, seidiger Stein, noch ein seidiger Stein, ein Menschenbild. Und was haben wir hier? Einen Duftzweig. Sehr, sehr geil. Schön, dass wir das gefunden haben. Und hier haben wir noch die Seele eines namenlosen Soldaten. Was hat er da für Probleme? Jetzt keine mehr, würde ich sagen. So, lasst mich mal durch. Boah, Gift. Diese Drecksstatuen, ey. Ja, natürlich. Und da bricht wieder der Boden zusammen. So, Vorsicht, Leben. Das Gift macht uns hier richtig Messer. Das zieht richtig viele Leben ab. Da müssen wir aufpassen. So, wo geht's weiter? Wir können einmal hier runter. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir da nicht schon waren. Aber wir müssen. Hinterhalt voraus. Okay. Erstmal gibt es hier wieder diese Giftstatuen. Und da vorne kommt uns einer entgegen. Irgendwo wabbelt hier noch irgendwas rum. Von hinten kommt spontan erstmal nichts. Also so ein richtiger Hinterhalt sieht anders aus. Geheimnis voraus. Hm. Kann nicht so richtig deuten, wo. Was für eine tolle Ecke hier. Ein Hündchen. Hi. Ah, nicht in den Boden hauen. Oh, komm, komm, komm. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Leben, Leben. Und ich war schneller. So, ihr könnt wen anders anspucken. Boah, können wir die mal treffen, bitte? Ja, na klar, hallo. Man hat das Schild oben und das Ding schießt da einfach durch. Ist doch super, oder? Das könnte mich ein bisschen aufregen. Gut, wieder auf die Leben aufpassen. Müssen wir halt einen Trank dafür verschenken. Eigentlich sogar zwei.
Nö, nee, das geht auch mit einem. Natürlich. Wo kam denn jetzt noch das... Von da unten was? Das gibt's doch nicht. Im Liegen können die Dinger auch noch schießen. Ey, es ist doch zum Heulen. Das ist doch einfach zum Heulen. Okay, hier haben wir noch eine Brücke. Uns gehen auch langsam die Heiltränke aus. Und ich ahne, dass es hier gleich wieder nach unten gehen könnte. So. Eieiei. Das ist eine doofe Ecke dieses Spiels. Ah, nein, 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 was mache ich? Nein. Da sind wir einfach mal selber in den Tod gesprungen. Super, ne? Weil ich's drauf hab. Einfach nur, weil ich's drauf hab. So. Todnummer 67. Sehr, sehr geil. Na gut, dann können wir uns jetzt doch nach unten teleportieren und gehen mal unsere Seelen suchen. Den ganzen Weg nochmal. Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön. So, aber jetzt vielleicht mit einer Fackel bewaffnet. Machen wir uns hier mal ein bisschen Licht. Es kann ja nur besser werden. So. Was ist hier zusammengestürzt? Alles, oder? Eine Häftlingskapuze und eine Fackel. So, aber wir sind doch vorhin hier irgendwo abgestürzt. Oder sind wir einfach freiwillig durchs Loch gesprungen? Habe ich das vorhin nicht so richtig mitbekommen? Hey, hey, hey. So nicht. Nicht von hinten, Kollege. Nicht von hinten. Dass die Jungs immer alle von hinten kommen wollen. Schrecklich. Aber guckt mal, hier kommt man rüber. Da war man definitiv noch nicht. Ist nur die Frage, möchten wir da jetzt hin? Eigentlich möchte ich erstmal meine Seelen wiederholen. Und na klar, haben die hier auch so eine Giftspritze an der Leine aufgehängt. Ja, klar. Und wir haben noch eine mitbekommen. Sehr schön. So, was haben wir hier? Eine Schützenposition. Aber für was? Auf wen sollen wir hier schießen? Da unten auf den auf der Treppe. Hm. Möchte ich gerade nicht so wirklich tun. Ich würde hier viel lieber erstmal runtergehen. Und die große Seele mitnehmen. Und den beiden Jungs auf den Kopf hauen. So, da kommt noch einer angeschlichen. Und noch einer. Und die Häftlingshandschuhe sind jetzt unsers. Ja klar, was seid ihr denn? Alter Falter, was ist das denn für ein Vieh? Kommt das hier einfach mal aus so einer Pfütze rausgesprungen? Geheimfahrt voraus. Das ist sehr schön, aber... Möchte ich eigentlich noch gar nicht lang. Ich würde viel lieber erstmal hier lang gehen. Sinnlos voraus, okay. Rücken voraus. Der wird nämlich gleich aufstehen. Da bin ich mir relativ sicher. Und das da sieht auch nach einer sehr guten Giftposition aus. Wo man nicht rankommt. So, ein Lebensstein. Toll. Dafür sind wir jetzt also wieder zurückgekommen.
und damals sogar gestorben. Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön. Na gut, aber den Weg kriegen wir jetzt relativ flott wieder hin, hoffe ich mal. Moment, wir sind hier lang gegangen. Da hoch und dann runtergesprungen. So, Hammer. Dann gibt es da oben noch einen Weg, irgendwie. Aber wir springen erstmal hier lang runter. Vielleicht auch mal hier, aber hier ist nicht wirklich was. Da drinnen hört man sie schon vor sich hin vegetieren. Die Eulenviecher. Kommt doch da mal raus. Seid doch mal so nett und kommt da raus. Na, Jungs? Wie sieht's aus? Rein müssen wir da eh, oder? Ne, hier draußen ist eine Leiter. Oh, 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 oh. Vorsicht, die machen dolle Aua. Und wir haben halt kein Schild. Faules Harz haben wir dafür bekommen. So, Jungs, und was habt ihr jetzt hier bewacht? Gar nichts, ja? Sinnlos. Sehr schön. Naja, dann klettern wir wieder nach oben. Aber da sind noch zwei Etagen mehr. Und da ist eine Kiste. Und in diese Kiste möchte ich definitiv reingucken. Na klar, wieder voll in die Giftfalle gelaufen. Machen wir uns erstmal ein bisschen Licht. So, wo war das Ding jetzt? Vorsicht mit solchen Sachen. Das kann auch dolle nach hinten losgehen. So, bevor wir jetzt darüber springen, gucken wir mal, wie wir hier nach unten kommen. Ne, warte, das machen wir anders. Wir springen erst rüber. So in etwa. Das war ja die Ecke, die wir vorhin schon gesehen haben. Schlachterin Melinda. Melinda, wo bist du denn? Na, erstmal machen wir die Kiste schnell auf. Der Ring des Seelenheils. Da oben ist Melinda. Passt auf, Melinda ärgern, Mama. Komm her, Melinda. Eindringling verbannt. So, sehr schön. Und unsere Fackel ist weg. Super. Gut, dass wir die hier angezündet haben. Ansonsten wäre das jetzt ein wenig doof gewesen. So, hier können wir reinrollen. Hat nur nicht so geklappt. Müssen wir nochmal machen. Ich glaube, das ist schon die richtige Technik, die wir da machen. So. Einmal so. Und dann jetzt nochmal. Einfach rüberlaufen. Und das sieht sehr stark nach Mimik aus. Yep, das ist ein Mimik. Ein toter Mimik.
So, und das Item, was das Mimik hatte, ist natürlich nach ganz unten gefallen. So, wie kommt man denn hier in den Zwischenraum noch? Wenn ich jetzt hier runterspringe, falle ich nach ganz unten. Kommt man hier außen noch irgendwie? Ach, da sind wir vorhin gelandet, oder? Nee. Nee, ich habe keine Ahnung, wie man da zwischen reinkommt. Und genau da liegt das Item. Genau da müssen wir jetzt aber hin. Wie soll man da reinkommen? Kann doch eigentlich nur sein, dass man dann über dieses Fallloch, wo man da hin musste, irgendwie zur Seite lenken muss, oder? Anders geht das doch nicht. Also irgendwie hier so rüber. Und dann... So. Eine Flügellanze und eine Finsterrüstung. Sehr geil. Geschafft, ja. Sehr, sehr schön. Freut mich, dass wir das geschafft haben. Freut mich, freut mich. Gut, wo geht es weiter?